haben, mit digitalen Methoden geisteswissenschaftliche Forschung zu betreiben. Schwerpunkte liegen daher auf der Datenmodellierung, der digitalen Edition, der Langzeitarchivierung und auch auf der digitalen Museologie. Darüber hinaus lernen wir sehr viel in den Bereichen der Webentwicklung und der Programmierung. Am besten ist es, im Wintersemester mit dem Studium zu beginnen. Denn viele Lehrveranstaltungen bauen aufeinander auf und sind vom Wintersemester aus geplant. Die Voraussetzung für das Masterstudium ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium in einem geisteswissenschaftlichen oder kulturwissenschaftlichen Bereich. Wurde zuvor ein anderes Studium absolviert, kann man sich mit unserer Curriculumsvorsitzenden darüber unterhalten, ob auch hier Anrechnungen möglich sind. Für das Studium mitzubringen, ein Interesse darin zu haben, mit Daten und Informationen digital zu arbeiten. Es ist auch möglich, sich mit Interessensgebieten aus dem Bachelorstudium weiter auseinanderzusetzen. Ein Vorwissen in der Informatik muss jedoch nicht mitgebracht werden. Die Schwerpunkte des Studiums umfassen digitale Methoden für die geisteswissenschaftliche Forschung. Unter anderem digitale Edition, Datenmodellierung, digitale Museologie, Langzeitarchivierung sowie Grundkenntnisse der Programmierung. Die Frage danach, woran man gerade forscht, ist gerade im Studium der ADH nicht universell beantwortbar. Als Studienassistentin arbeite ich beispielsweise zusammen mit Dr. Chiara Zuani an einem Projekt, das aufzeichnet, welche digitalen Angebote Museen während des Corona-Lockdowns kreiert haben. In meiner Masterarbeit wiederum erforsche ich, wie sich die Rezeption einer Fotografie in verschiedenen Kontexten verändern kann. Hierbei liegt mein Fokus vor allem auf Social Media. Andere Masterarbeiten wiederum beschäftigen sich mit digitalen Editionen, mit 3D-Modellen sowie mittelalterlichen Kalendern. Viele Studierende fangen schon während ihres Studiums als Projektmitarbeiterinnen an zu arbeiten, beispielsweise am Zentrum für Informationsmodellierung. Andere zieht es in Museen, Archive oder Bibliotheken, wo sie als Vermittler zwischen den digitalen und den analogen tätig sind. Ein anderer Absolvent beispielsweise arbeitet als Projektmanager in einem österreichischen Makerspace. Die digitalen Geisteswissenschaften verorten sich ja selbst zwischen den Geisteswissenschaften und der Informatik. Und das merkt man auch im Studium. Wir haben eher theoretisch orientierte Lehrveranstaltungen, wo man theoretische Einblicke in digitale Methoden und Tools bekommt. Und dann haben wir Lehrveranstaltungen, die sind dann eher anwendungsorientierter. Und gerade dieser Mix, finde ich, macht das Studium wirklich zu was Besonderem. Außerdem, dadurch, dass die Studierenden ja aus unterschiedlichen Basisdisziplinen oder Bachelorstudien kommen, bekommt man wirklich verschiedenste neue Sichtweisen und Perspektiven, die allgemein das Studieren einfach spannend und interessant machen. Also ich glaube, viele Studienanfängerinnen sind vom Wort digital irrsinnig abgeschreckt, weil sie irgendwie die Vermutung haben, sie müssten schon voll die Vorkenntnisse in Programmierung oder in verschiedenen anderen digitalen Methoden brauchen. Aber das stimmt so nicht. Man wird wirklich von Beginn an abgeholt und man lernt es dann im Laufe des Studiums. Also im Vergleich zu anderen größeren Studiengängen ist es bei uns eher familiärer. Also man kennt die Studierenden quer durch die Semester durch und fühlt sich dadurch nicht immer so als Einzelkämpferin. Außerdem schließen viele der Lehrveranstaltungen mit kleinen Abschlussprojekten ab, wo man eigentlich immer
seine eigenen Interessen verfolgen kann und da dann das Gelernte eigentlich gleich praktisch umsetzen kann. Also grundsätzlich ist das Studium schon als Vollzeitstudium konzipiert. Man kann schon daneben arbeiten. Je flexibler der Job oder die Zeiteinteilung im Job, desto besser. Gerade am Anfang wäre es wahrscheinlich besser, weniger zu arbeiten und sich mehr aufs Studium zu konzentrieren, weil gerade in die Anfangskurse, man ist neu beim Programmieren, man ist neu beim Modellieren, da braucht man einfach auch die Zeit hineinzukommen und das Gelernte dann auch wirklich zu verstehen.